In diesem Video beantworte ich alle eure Fragen und am Ende gibt es noch was zu gewinnen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Q&A 3K Gewinnspielvideo. Ich hatte es ja schon in meinem August-Haul erwähnt, angekündigt, dass ich ja kurz vor den 3K stehe, also 3000 Abonnenten bei YouTube. Ich habe es mittlerweile erreicht und bin auch schon weit darüber hinaus, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Immer wenn einer dazukommt, bin ich wirklich super happy und ja, ich danke euch erstmal und ich möchte euch in dem Sinne auch was zurückgeben. Erstmal möchte ich alle eure Fragen beantworten, die ihr mir hier, also bei dem August-Haul gestellt habt und auch bei Instagram ganz, ganz fleißig viele Fragen gestellt habt. Einerseits möchte ich euch in dem Sinne danken und natürlich gibt es auch am Ende was zu gewinnen. Zwei Sachen aus dem Disneyland Paris, also es ist ein Gewinn, aber es beinhaltet zwei Sachen aus dem Disneyland Paris, hat was mit Halloween und Weihnachten zu tun, denn ich fand das so süß, das musste einfach mit. Aber dazu später mehr. Ich beantworte jetzt erstmal eure Fragen. Es ist wirklich ein wilder Mix. Ich habe die ein bisschen kategorisiert. Wir haben Disneyland Paris, wir haben YouTube, Insta allgemein, wir haben private Fragen, wir haben Disney allgemeine Fragen und Sonstiges. Also so habe ich die Kategorien eingeteilt und es sind super, super, super viele Fragen. Also ich weiß nicht, wie lang das Video gehen würde. Ich werde mich natürlich versuchen, kurz zu fassen, aber manchmal, ihr wisst, ihr kennt mich, ich schweife auch gerne mal ab. Aber ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und verschwenden nicht zu viel Zeit. Die erste Frage, also wir fangen mit Disneyland Paris an, war, was wirst du bei deinem nächsten Disneyland Paris Besuch anziehen? Ja, das tatsächlich interessiert sehr viele immer, wie ich meine Outfits plane. Und der nächste Trip ist ja für Ende Oktober geplant. Es ist noch die Halloween-Season. Und wir werden 3 Tage im Park sein, also Samstag, Sonntag und Montag. Sonntag, ich möchte da jetzt noch nicht so drauf, also es sind ja nur Spekulationen, dass die, also heute noch, dass die Halloween-Party nicht stattfindet. Aber es sind, wie gesagt, nur Spekulationen. Deswegen sage ich euch, was ich bisher geplant habe mit Halloween-Party. Also Samstag habe ich geplant, mit der Brina Maleficent anzuziehen. Da werde ich meinen Maleficent Spirit Jersey anziehen, den ich in meinem Video gezeigt habe für meine Halloween-Outfits. Ich verlinke es euch gerne auch bei dem i. Könnt ihr mal vorbeischauen. Also der Spirit Jersey mit Maleficent-Ohren etc. Also das wird mein erstes Outfit sein. Dann für die Halloween-Party wollte ich gerne als Cruella gehen. Ich habe auch bereits schon eine Perücke gekauft, schwarz-weiß, so ein Schlauchschal mit Punkten. Aber ich wollte so ein bisschen mehr in die Emma Stone-Richtung gehen. Also von der Realverfilmung so ein bisschen Leder, Lackleder, dunkles Make-up, so ein bisschen cooler, rockiger als jetzt die Crazy Cruella aus dem, also die sind ja beide ein bisschen, ne? Aber aus dem Originalfilm. Also so ein bisschen Emma Stone angehaucht. Und für Montag tatsächlich bin ich mir noch unsicher. Da habe ich noch kein Outfit, denn an dem 1. November ist für mich eigentlich Halloween schon vorbei, weil das war ja schon am Vortag. Aber ich habe noch tatsächlich so viele Halloween-Outfits. Ich weiß es noch nicht. Da müsst ihr euch überraschen lassen, was ich dann da anziehen werde. Ja, eine weitere Frage, die sehr oft gestellt wird, ist Tipps, wie man Besuche sich im Disneyland leisten kann. Also, dass man da so oft hinfahren kann, wie jetzt zum Beispiel wir das tun. Also, was man dazu sagen muss, wir haben natürlich alle Jahreskarten. Wir haben die Infinity-Jahreskarte, das war auch noch eine Frage, welche Jahreskarte ich habe. Da kann ich die jetzt auch schon mal erwähnen, das ist nämlich die nächste Frage. Ich habe eine Infinity-Jahreskarte. Das heißt, es ist die teuerste. Ich kann 365 Tage im Jahr theoretisch in den Park. Mit den neuen Regelungen ist das ein bisschen schwieriger mit den 3-Tage-Reservierungen. Das ist aber ein anderes Thema. Also ich könnte theoretisch 365 Tage im Jahr in den Park, habe keine Blockout-Dates, deswegen, ja, den Eintritt im Prinzip spare ich mir schon. Und ja, man muss da in dem Sinne, ich weiß nicht, ob man Corona dafür danken kann, aber meine Jahreskarte habe ich gekauft im September 2019. Und jetzt ist sie noch bis nächstes Jahr April gültig. Das heißt, ich habe
was haben wir nächstes Jahr? Jetzt muss ich rechnen. 2,5 Jahre habe ich im Prinzip meine Jahreskarte jetzt. Das heißt, ja, ursprünglich 450 Euro bezahlt. Da hatte ich auch noch 4 Monate gratis bekommen, weil ich die ja verlängert habe. Also ich zahle jetzt schon sehr, sehr lange keinen Eintritt. Also Jahreskarten, wenn man wirklich oft fährt, lohnen sich auf jeden, oder lohnt sich auf jeden Fall eine Jahreskarte. Aber da würde ich schauen, bei der Infinity ist ja so, dass ja, ihr immer in den Park könnt, aber bei der Magic Plus zum Beispiel könnt ihr nicht an Halloween in den Park oder an Weihnachten. Aber wenn ihr grundsätzlich sagt, das sind Daten, wo ihr sowieso nicht in den Park wollt, dann würde ich mir vielleicht nur die Magic Plus holen. Sind natürlich auch die Rabatte weniger als jetzt bei der Infinity. Das müsst ihr aber euch aber ausrechnen, ob es für euch Sinn macht. Welche Jahreskarte für euch Sinn macht. Also ein Tipp auf jeden Fall, eine Jahreskarte. Und dann, ja, wir wohnen relativ nah zum Disneyland. Also ich jetzt knapp 5 Stunden mit dem Auto. Daniel sogar nur 3,5 bis 4 Stunden. Brina auch so 5 Stunden. Und wir versuchen ja immer zusammen zu fahren. Also ich fahre in den letzten Monaten, bin ich eigentlich nie alleine gefahren. Denn ja, somit können wir uns halt die Sprit- und Mautkosten teilen. Wenn ich auch noch die Route nehme über Trier, gibt es noch den günstigen Weg der Maut über Belgien. Das heißt, normalerweise zahle ich, also wenn ich bei Trier vorbeifahre, Luxemburg, Frankreich, zahle ich hin und zurück knapp 50 Euro Maut. Wenn ich den Umweg durch Belgien nehme, der nur 15 Minuten länger ist, zahle ich nur die Hälfte an Maut, also so um die 20 Euro, was natürlich eine große Ersparnis ist. Also wie gesagt, bildet Fahrgemeinschaften. Oh, ist ein Düsenjet. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also bildet Fahrgemeinschaften und teilt euch so die Kosten. Ich habe leider keine Erfahrung, was ein Zug kostet ins Disneyland, weil für mich ist das Auto einfach am bequemsten. Ja, und dann Hotel. Da kommt es auch natürlich drauf an, wie viele Leute ihr seid in einem Hotelzimmer. Je mehr, desto besser. Wenn ihr eine Nacht bezahlt, keine Ahnung, zwischen 50 und 100 Euro und dann mit 4 Personen in einem Zimmer übernachtet, dann könnt ihr euch das halt durch 4 teilen, anstatt durch 2 oder wenn ihr alleine fahrt. Also ich persönlich brauche jetzt da kein Luxusbett, keine Hauptsache, ich hab ein Bett, ich habe eine Dusche, ich bin da eh nur zum Schlafen. Und jetzt zum Beispiel Ende Oktober sind wir zu viert unterwegs und übernachten im Residence du Parc, heißt das, glaube ich. Und da zahlen wir für 4 Nächte pro Person für den kompletten Zeitraum nur um die 50 Euro. Also, ne, ihr müsst suchen, vergleichen, Preise vergleichen, wo ist es am günstigsten. Das ist halt der Vorteil von der Jahreskarte. Ihr müsst halt dann keine Parktickets mehr kaufen und könnt außerhalb übernachten. Dann habt ihr das Parken natürlich auch noch inklusive in der Jahreskarte. Also mein Spartipp ist eigentlich eine Jahreskarte, tatsächlich, wenn ihr öfter ins Disneyland fahren wollt. Also, aber das Thema ist so umfangreich, da werde ich auch, glaube ich, irgendwann mal ein Video zu machen. Ja, welches Disney-Hotel ich am liebsten mag? Schwierig. Also die Sequoia Lodge ist schon sehr schön. Ich mag dieses Urige, dieses Gemütliche. Da bin ich ganz oft, ich war, glaube ich, schon 2-mal. Einmal beim Run Weekend, also ist wirklich ein schönes Hotel. Und natürlich das Hotel New York. Ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan, aber es ist schon sehr, sehr schick. Aber die Disney-Hotels sind einfach arschteuer. Also wirklich nur, wenn wir es wirklich müssen, wegen den Reservierungen oder es was Besonderes ansteht, wie Daniels Geburtstag, dann machen wir sowas. Ansonsten immer außerhalb. Was ist mein liebster Disney-Snack? Ja, das halte ich kurz. Das sind die Mickey-Waffeln. Die finde ich einfach, ich liebe Waffeln und einmal mit Puderzucker drauf. Und dann haben sie auch noch die Form von Mickey. Besser geht's nicht. Wenn ich zum Jubiläum nur einmal ins Disneyland könnte, welchen Zeitraum ich wählen würde? Also ich denke mal, die Frage bezieht sich auf nächstes Jahr zum 30. Geburtstag. Da würde ich jetzt in der Anfangsphase nicht unbedingt hin, denn es wird proppenvoll sein. Dann ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob sie jetzt stattfindet wegen C, aber die Olympiade ist eigentlich auch noch geplant für nächstes Jahr. Also bisher in Frankreich, in Paris ist die Olympiade geplant.
Und da kann ich mir vorstellen, wird es auch super voll im Sommer. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, den Herbst, Halloween. Ich liebe Halloween. Die Deko ist super schön und ja, das Jubiläum wird ja wahrscheinlich ein oder sogar 1,5 Jahre gehen. Deswegen würde ich euch tatsächlich so September, Ende September, Anfang Oktober empfehlen. Da ist es noch nicht ganz so kalt und die Halloween-Deko steht auch schon da. Und wenn ihr dann Anfang Oktober noch da seid, könnt ihr die Halloween-Season auch mitnehmen. Würdest du gerne mal mit deinem Freund ins Disneyland fahren oder warst du schon mal mit ihm dort? Ja, tatsächlich war ich einmal mit ihm dort, zu Silvester vom 2018 auf 19 war das, glaube ich. Und es war der Horror für ihn. Also er hat wirklich nichts am Hut mit Freizeitparks, mit Disneyland. Er akzeptiert das, was ich mache, mein Hobby, auch das mit dem YouTube etc. ist er vollkommen fein mit. Aber für ihn hat das für die nächsten 10 Jahre gereicht, hat er gesagt. Es ist halt nicht seins. Und wenn ich dann jemanden dabei habe, der die ganze Zeit, also er hat nicht genörgelt, aber ich weiß, dass es ihm dabei, er hat da nicht so viel Spaß dabei wie ich. Und wenn ich dann die ganze Zeit das so im Hinterkopf habe, denke ich mir so, ja, dann habe ich auch so ein schlechtes Gewissen. Und deswegen, also. Er wird sich sowieso nicht zwingen lassen. Er hat das einmal gemacht für Silvester. Aber ich glaube, nochmal. Vielleicht irgendwann mit Kindern oder so, aber mal sehen. Aber es ist gut so. Also jeder hat seine Hobbys. Ich finde, jeder braucht auch sein eigenes Hobby. Man muss nicht alles zusammen machen. Dafür habe ich ja meine Freunde. Wann war dein erster Disneyland Paris Besuch und wann begann damit auch die Sehnsucht immer zurückzufahren? Ja, mein erster Disneyland Paris Besuch, da war ich 21, also vor, lass mal kurz rechnen, 8 Jahren war mein erster Disneyland Paris Besuch. Damals mit meinem Ex-Freund, der hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Wir waren auch im Januar da, also relativ günstig, weil ich war damals auch noch Studentin. Er war jetzt auch nicht der Großverdiener. Und ja, Disneyland Paris ist halt nicht günstig, wenn man einfach nur mal so als Pauschalreise fährt. Deswegen Januar, wir sind, glaube ich, am 6. Januar hin. Das war der letzte Tag der Christmas Season. Das heißt, ich habe noch die Parade so ein bisschen mit den, ich erinnere mich noch mit diesen also Schneeflocken, das ist ja der Schaum, der durch Main Street fliegt. Daran erinnere ich mich noch. Und dann am nächsten Tag war die Christmas Season vorbei. Dennoch war es ein schöner Ausflug. Wenn ich noch ein paar Bilder sehe, finde, dann blende ich die euch gerne auch noch ein. Weil da gab es auch noch so Sachen in den Studios, so ein der König von Narnia, so ein Thron und ja, Mickey und Minnie sahen damals auch noch ein bisschen anders aus und ich habe tatsächlich damals noch gar keine Ohren getragen. Ich habe mir nur so ein Hütchen gekauft. Das habe ich tatsächlich noch. Mit so ganz kleinen Mini-Ohren. Das war wahrscheinlich auch für Kinder oder so. Ja, das war mein erster Disneyland Paris-Trip und dann war es jahrelang ruhig. Tatsächlich, es war sehr lange ruhig. Ich glaube 2017, genau. 2017 im Dezember war dann der nächste Trip mit meiner Mama zur Weihnachtssaison. Das heißt, es waren, warte, jetzt muss ich wieder rechnen. 2017, wie alt war ich da? Vor 5 Jahren. Also, rechnen. Also 3 Jahre später, genau. Circa 3 Jahre später war ich dann wieder da oder circa 3 oder 4 Jahre. Ich möchte jetzt hier nicht so viel Kopf rechnen. 3 oder 4 Jahre später war ich dann wieder da. Und da hat es auch angefangen, so dass ich immer mehr YouTube-Videos geguckt habe und immer mehr in diesen Bann gezogen wurde. Und ja, Dezember zur Weihnachtsseason und dann über das ganze Jahr hinweg, darauf das Jahr 2018 war das dann, habe ich mir immer YouTube-Videos angeguckt und dachte mir so, es wäre eigentlich cool. Und dann habe ich mich fürs Run Weekend angemeldet für September 2018. Das war dann mein dritter Parkbesuch und da habe ich dann auch meine Jahreskarte gekauft, denn ich hatte ja auch kurz vorher wieder mit YouTube angefangen, mit den Hauls. Ja, und so ab September 2018 war ich eigentlich monatlich da. So. Was war noch die Frage? Ja, die Sehnsucht, also wie gesagt, ab September 2018 ging es dann richtig los. Die nächste Frage kann ich auch schnell beantworten. Muss ich bei den Villains in den Studios einen Slot buchen oder einfach anstellen? Einfach anstellen. Da gibt es keine Slots zu buchen. Ist der Fotopass bei der Jahreskarte für das ganze Jahr dabei oder monatlich? Er ist tatsächlich, also wenn ihr eine Jahreskarte kauft, ist er auch das ganze Jahr verfügbar. Jetzt bei uns zum Beispiel wurde die ja immer verlängert wegen der Schließung.
mein Fotopass gilt immer noch. Also nicht monatlich, sondern solange wie die Jahreskarte gültig ist, ist euer Fotopass gültig. So kann man es sagen. Was sollte man beim ersten Disneyland Paris Besuch unbedingt machen bzw. beachten? Oh, das ist auch so eine Frage, ne? Da kann man ein ganzes Video drüber drehen. Also beim ersten Besuch würde ich mir einfach genug Zeit einplanen. Also auf gar keinen Fall in einem Tag versuchen, da irgendwie durchzurushen. Wenn euch das wirklich der Besuch wichtig ist, würde ich mir genug Zeit einplanen und auch eine Checkliste machen. Was ihr unbedingt fahren wollt, was ihr unbedingt sehen wollt, welche Show, welche Charaktere etc. Also macht euch so eine Liste, was ihr unbedingt machen wollt und arbeitet die ab. Und dann kann man ja immer noch andere Sachen machen, Attraktionen, die euch jetzt nicht ganz so wichtig sind, kann man dann hinten anstellen. Und ja, das ist eigentlich so mein genereller Tipp für den ersten Besuch. Einfach genug Zeit einplanen und einfach die Magie einsaugen, einfach sich alles auf sich wirken lassen, in alle möglichen Ecken schauen. Disneyland Paris hat so viele geheime Ecken, verschiedene Sachen. Also einfach mal die Augen aufhalten. Das ist so der, also dieses Thema des Erstbesuchs kann man auch als eigenes Video machen. Das werde ich auch demnächst vielleicht mal angehen. Aber so erstmal kurz gesagt zu der Frage. Ich kann jetzt hier keine 20 Minuten darüber reden. Bei welchen Attraktionen könnte es im Disneyland Probleme geben bei extremem Übergewicht? Ja, diese Frage habe ich tatsächlich auch schon sehr, sehr oft bekommen. Und ich muss sagen, ich kann sie leider nicht so gut beantworten. Also überall, wo ein Bügel ist, zum Beispiel auch Hyperspace Mountain ist für mich schon relativ eng. Also ich sitze da schon eng. Also ich glaube, Hyperspace Mountain könnte eng werden und alles, wo halt ein Bügel ist. Ne? Ich weiß halt nicht, wie die Bügel, wie sagt man das denn, Bügelfreiheit, wie weit die eingestellt werden kann. Ich weiß, im Europapark gibt es oft Testsitze bei den ganzen Achterbahnen. Im Disneyland gibt es das leider nicht. Das heißt, leider müsst ihr euch dann halt einfach anstellen und sehen, ob es klappt oder halt dann, also ich kann mir das vorstellen, dass es wirklich sehr peinlich ist, wenn man dann vom Castmember gesagt bekommt, es tut mir leid, sie müssen raus, sie passen nicht in die Attraktion. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, aber ich kann euch das leider nicht sagen. Also alles, wo Bügel ist, wird schwierig. So wie Small World, Pirates etc., sind ja nur Boote, die haben keine Bügel. Aber Schneewittchen ist auch relativ eng. Ja, Big Thunder Mountain auch ein Bügel. Schwieriges Thema. Aber ich glaube, ja, ich kann es halt echt leider nicht beantworten. Ich habe die Frage wirklich schon oft bekommen und da muss man halt leider einfach in den sauren Apfel beißen und testen. Welche Infoquellen nutzt du fürs DLP, also fürs Disneyland Paris, also für aktuelle Neuigkeiten? Ja, einmal, viele, ich weiß nicht, ob es alle wissen, ich bin ja Teil von Inside Ears bei Disneyland Paris, also Teil des Social Media Clubs. Das heißt, wir bekommen da auch exklusive Nachrichten direkt zugespielt über so eine App. Ja, darüber bekommen wir die Nachrichten, aber die teile ich halt sofort mit euch auf Instagram. Und wenn es wirklich große Neuigkeiten sind, mache ich auch hier ein News-Video auf YouTube. Ich sammle ja immer die News und wenn es dann genug News gibt oder einmal eine große News, dann mache ich wieder ein News-Video. Das ist eine Infoquelle. Und die zweite Infoquelle, die für jeden für euch zugänglich ist, ist oder auch wo ich jeden Tag reingucke, ist Twitter. Ich bin nicht aktiv auf Twitter, aber ich folge DLP Report. Ich schreibe euch den Namen auch gerne hier unten rein. DLP Report und ED92, also ED92. Diesen beiden Kanälen folge ich auf Twitter und die sind das ist ein großes Team natürlich dahinter, und die sind jeden Tag in den Parks, posten neue Bilder vom Schloss, ob es irgendwas Neues zur Renovierung gibt, ob es neue Snacks gibt, neues Merchandise, also wirklich alles, was man wissen muss über das Disneyland, posten die täglich auf Twitter. Also wenn ihr up-to-date sein wollt, folgt den beiden Kanälen auf Twitter, ist jetzt unbezahlte Werbung hier. Aber die sind wirklich sehr informativ und auch hilfreich. Die nächste Frage kann ich leider auch nicht zu 100% beantworten. Also wenn ein Schwerbehinderter sich eine Jahreskarte kauft, bekommt er Rabatt und kommt dann jedes Mal die Begleitung kostenlos in den Park. Also wenn jemand von euch einen Schwerbehindertenausweis mit Jahreskarte habt, könnt ihr die Frage auch unten gerne in den Kommentaren beantworten.
Also meine Mama hat tatsächlich einen Schwerbehindertenausweis, aber keine Jahreskarte. Ich weiß, dass man eine Person kostenlos mit in den Park nehmen kann, wenn man eine Pauschale bucht. Also wenn sie jetzt eine Pauschale bucht, kann sie noch jemanden mitnehmen, kostenlos in den Park. Ob das mit Jahreskarte so ist, ich kann es euch leider wirklich nicht beantworten. Aber Rabatt bekommt die Person mit dem Schwerbehindertenausweis, soweit ich weiß, aber nicht. Aber ich kann auch falsch liegen. Also da keine Garantie auf die Frage. Also wenn jemand da ist, der die Frage beantworten kann, einfach unten in die Kommentare, würde mich freuen. Ich freue mich ja immer hier über den Austausch auch mit euch. Wie oft warst du insgesamt schon im Disneyland Paris und hast du auch schon andere Disney-Parks besucht? Die Frage wurde mir tatsächlich im Disneyland selbst gestellt. Da hat so eine Mitarbeiterin so eine Umfrage gemacht und hat mich tatsächlich auch gefragt, wie oft ich schon im Disneyland war. Also so, schätzungsweise seit September ja 2018 monatlich. Das sind ja zwei, also ich schätze mal so 30 bis 50 Mal war ich bestimmt schon da. Manchmal im Monat ist es ja auch zweimal, kommt drauf an, ne, was ansteht. Durch das große C war es natürlich auch lange nichts. Also ich würde schätzen so 30 bis 50 Mal, aber ich zähle da auch jetzt nicht mit. Und ob ich auch schon andere Disney-Parks besucht habe, tatsächlich nein. Ich war ja nur auch mal auf der Disney Cruise, auf der Disney Magic war ich 2019. Findet ihr auch die komplette Playlist auf meinem Kanal, falls euch interessiert, wie es auf so einer Disney Cruise abgeht. Ist wirklich cool. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber vielleicht kommt demnächst eine Neuigkeit, dass ich einen nächsten Disney-Park besuche. Aber da könnt ihr gerne gespannt sein, denn ja, wenn was ist, werde ich es natürlich hier euch direkt verkünden. Die nächste Frage ist auch sehr interessant. Wie schafft ihr es, alles immer so positiv zu sehen? Beziehungsweise zum Beispiel Essen, die Preise plus die Qualität sind ja oft zu teuer. Also, ich weiß nicht, ob alle meine Vlogs immer dann gesehen wurden bei der Frage, aber wir sehen ja nicht alles positiv. Also wenn uns was nicht schmeckt, wie jetzt zum Beispiel diese Käsesnacks von der Halloween-Season, dann sagen wir das auch. Wir sind jetzt nicht die, also ich rede von wir, weil ich ja oft mit Brina und Dani unterwegs bin. Wir sind nicht diejenigen, die alles schönreden. Also vor allem bei Essen. Wenn mir was nicht schmeckt und ich finde es auch zu teuer, dann sage ich das auch. Aber man muss sich natürlich darauf einstellen, dass Disneyland Paris keine normalen Preise hat, die wir jetzt hier von Restaurants und Snackbuden kennen. Mittlerweile bin ich gewohnt, da was zu bezahlen im Restaurant, was um die 30 bis 40 € kosten kann. Ja, sagen wir mal zwischen 20 und 40, kommt darauf an, wo ihr essen geht. Aber für mich ist das mittlerweile so, ist halt so normal, weil ich halt so oft da bin und weiß, was Disneyland kostet. Wenn ihr das erste oder das zweite Mal hinfahrt und denkt, boah, 36 € für ein Buffet pro Person ist schon hart, kann ich nachvollziehen. Also kann ich wirklich nachvollziehen. Aber wir reden nicht immer alles schön. Also wir sagen offen unsere Meinung in den Videos und auch in den Stories. Aber wir sind halt auch fröhliche Menschen. Also wir machen das Beste immer aus der Situation. Auch wenn es strömender Regen ist, wir sind halt immer positiv, versuchen so viel ist möglich, wie möglich zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht so drüber kommt, dass wir immer alles positiv sehen, weil wir halt relativ positive Menschen sind. Aber nein, also es ist nicht immer alles positiv. An dem Samstagabend, wo wir da waren an Halloween, wo es im Ström geregnet hat, ich hatte Hunger, es war stürmig, ich musste filmen. Da hatte ich auch wirklich so einen Hals, dachte, okay, jetzt hast du keinen Bock mehr, du kündigst YouTube. Aber das sind halt dann so Phasen. Aber man muss darauf einstellen, dass das Essen nicht besonders gut ist für das, was man bekommt im Disneyland. Aber das zeigen wir euch halt immer zum Beispiel. Ne? In den Vlogs von letzter Woche waren wir ja wirklich ehrlich, die Burritos sind super lecker, das Lucky Nugget-Menü war wirklich super lecker. Und dann sagen wir das euch auch, dass wir euch das weiterempfehlen, wenn ihr hier im Park seid, dass ihr das, also dass uns es geschmeckt hat. Ob es euch schmeckt, ist ja immer Geschmackssache. Ne? Aber ich finde schon, dass wir relativ ehrlich sind, was das angeht. Tipps für kalte Tage im Disneyland Paris und wo man sich aufwärmen kann. Ja, dazu kommt tatsächlich zur Christmas Season ein Video mit meinen Lieblings-Christmas-Outfit und auch Tipps, wie man sich warm einpacken kann. Fürs Disneyland Paris als Tipp habe ich ja natürlich schon mal, ne, die Klassiker: Schal, Mütze, Handschuhe. Auf jeden Fall. Dann Zwiebellook.
ist jetzt auch kein Geheimnis, finde ich. Dann habe ich immer einen elektronischen Handwärmer dabei. Und mein Freund hat mir tatsächlich eine Weste gekauft, wo eine Powerbank drin ist, die man auch einschalten kann. Und dann wird die auch warm. Thermosachen. Ich habe immer Skiunterwäsche unter meinen Outfits an. Thermo-Strumpfhosen, Thermo-Leggings, also alles mit Thermo ist immer super. So mal kurz gefasst. Und aufwärmen Disneyland Paris kann man gut in den Arkaden, finde ich. Da gibt es auch mal Sitzplätze in den Shops, aber da kann man halt schlecht sitzen. Und auch in den Indoor-Attraktionen, also so Small World geht ja relativ lang und Pirates, da kann man sich auch mal ganz gut aufwärmen. Tipps, Erfahrungen, Silvester, also ich bin immer noch bei den Disneyland Paris Fragen, Halleluja. Tipps, Erfahrungen, Silvester im Disneyland Paris. Ich war tatsächlich nur einmal zu Silvester im Disneyland Paris. Daniel war zum Beispiel schon sehr, sehr oft da im Disneyland Paris zu Silvester. Einmal mit meinem Freund. Also damals, vor 10, war es voll. Es war überfüllt. Die Silvesterparty, also bei den Charakteren mindestens 1 bis 1,5 Stunden warten. Fürs Feuerwerk da, das war eine Menschenmasse. Und es ist kalt. Aber einmal habe ich es gemacht und wie gesagt, man muss es halt wissen, ob man das alles in Kauf nehmen möchte. Wie es dieses Jahr wird an Silvester, weiß ich nicht. Da wird tatsächlich Daniel vor Ort sein. Also schaut gerne dann bei seinem YouTube-Kanal vorbei, wenn er da war. Da wird er bestimmt euch darüber berichten, wie es dann mit den ganzen Maßnahmen an Silvester dann ist. Mein absoluter Geheimtipp fürs Disneyland Paris ist schwierig. Ich muss sagen, ich habe gar keinen. Ein Geheimtipp. Also ich habe demnächst was geplant, so mit Adventskalender wahrscheinlich und Secrets und Hidden Sachen im Disneyland. Aber so mein absoluter Geheimtipp, den habe ich gar nicht. Einfach den Moment in dem Park zu sein, einfach genießen und alles, die Magie aufzusaugen. Das würde ich jetzt einfach so sagen, weil wenn ich da bin, vergesse ich eigentlich alles, was so hier zu Hause und so abgeht. So ist es bei mir. Wie viele Tage sollte man einplanen, wenn man das erste Mal ins Disneyland fährt und ohne zu hetzen alle Parks in Ruhe erkunden möchte? Also mindestens 2 Nächte, 3 Tage. Besser noch 3 Nächte, 4 Tage. Dann habt ihr wirklich, also es kommt auch darauf an, wann ihr fahrt. Im Sommer ist es natürlich immer voller als im Winter, aber im Winter müsst ihr mehr Aufwärmpausen machen. Also mindestens 3 volle Tage würde ich schon empfehlen am Anfang. Wo kriege ich günstig Disneyland Paris Karten her, beziehungsweise auch, kann auch mit Hotel sein? Also eine Pauschale kriegt ihr eigentlich nur über Disneyland Paris selbst. Und da gibt es auch eigentlich gute Angebote, kommt auch an, wann ihr fahren wollt. Ansonsten gibt es jetzt nicht so eine Seite wie Groupon oder so, wo es Disneyland Paris Tickets gibt. Ihr müsst dann einfach online schauen und dann halt zu Zeiten fahren, wenn ihr günstig wollt, wo halt Low Season ist, wo wenig Menschen hinfahren unter der Woche. So September unter der Woche, November unter der Woche, Januar, Februar ist mal super günstig. Also wenn ihr günstig ins Disneyland fahrt, müsst ihr halt dann die Low Seasons in Kauf nehmen. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, dass ich das alle Disneyland Paris fragen. YouTube und Insta. Gibt es Outtakes bzw. Dinge, die du häufiger aufnimmst, bis es für dich passt? Ja, das ist besser geworden über die Jahre tatsächlich, aber ich habe hier mal ein Outtake-Video gemacht, verlinke ich euch gerne bei dem i, schaut mal rein. Ganz oft mache ich den Anfang, also drehe ich den Anfang öfter, also dieses Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und so, ne, dass ich das öfter aufnehme, weil ich so den Einleitungssatz nicht richtig rüberbringen kann. Das tatsächlich nehme ich ganz oft auf. Ansonsten, ja, gibt es immer mal wieder Outtakes aus den Parks oder so. Aber wie gesagt, habe ich mal ein Video zugemacht und ich plane es, dieses Video auch immer mal wieder zusammenzuschneiden, weil es immer irgendwelche Outtakes gibt aus den Videos. Wie viel Zeit benötigst du für die Bearbeitung deiner Videos? Unterschiedlich, kommt drauf an, welches Video. Also jetzt zum Beispiel das hier. Wird relativ wenig Zeitaufwand sein, da es eigentlich ein Am-Stück-Video ist. Das heißt, ich sitze nur hier, laber, und dann schneide ich halt zwischendurch mal was weg, wenn ich kurz eine Atempause oder eine Durstpause hatte. Ansonsten, für dieses Video werde ich wahrscheinlich so 1/2 Stunde brauchen, Maximum. Für die Videos im Park tatsächlich, wo ich viele Ausschnitte habe, wenn ich noch Musik suchen muss, etc. kann es schon bis zu 1 Stunde dauern, bis ich ein Video fertig geschnitten habe.
Wie hast du den technischen YouTube-Teil erlernt mit der Kamera und Schnitt etc.? Ja, tatsächlich habe ich da auch YouTube genutzt. Den Schnitt habe ich weiß nicht, am Anfang habe ich irgendwas ganz anderes benutzt, aber seit fast eigentlich der Anfangszeit benutze ich PowerDirector. Und da habe ich mir eigentlich alles durch YouTube-Videos beigebracht. Ich habe mir verschiedene Tutorials angeguckt. Ich gucke mir immer noch Tutorials an, jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendwas blurry machen will. Also ne, wenn ich irgendwas verpixeln will im Video, gucke ich mir immer noch YouTube-Videos an, weil ich auch nicht alles weiß. Also YouTube-Videos, auch wenn ich mir eine neue Kamera zulege, schaue ich mir vorher Review-Videos an, wie die Kamera performt, was die alles kann. Und auch wenn ich die Kamera habe, google ich dann oder schaue mir YouTube-Videos an für die perfekten Einstellungen für mich. Also YouTube ist sozusagen meine Learning-Plattform, wo ich mir alles selbst beigebracht habe. Wie schaffst du es, so locker offen vor der Kamera zu sprechen? Ja, das ist tatsächlich Übungssache. Ihr hättet mal am Anfang sehen müssen, am Anfang habe ich auch noch gar nicht bei den Insta-Stories gelabert. Das ist ja mittlerweile komplett anders, aber irgendwann, weil hier, also für YouTube, wenn ich mich jetzt verhaspelt habe, dann habe ich es einfach normal gedreht, ja. Aber Insta irgendwie, habe ich da irgendwie mehr Hemmungen noch gehabt. Und tatsächlich meine erste Insta-Story habe ich auch 2-3 Mal aufnehmen müssen und auch wenn ihr euch die ersten Videos von mir anschaut auf YouTube, ist ja auch sehr holprig. Es ist einfach eine Übungssache. Am Anfang im Park, da habe ich mir Ecken gesucht, damit mich keiner sieht. Und dann habe ich mal gewartet so. Okay, es kommt keiner. Schnell, hallo, ja, hi, ich bin jetzt im Park. Ne? Und mittlerweile ist mir das völlig egal, ob da jemand vor mir, hinter mir steht, mir zuhört, was ich sage. Auch vor anderen Menschen früher, das ging gar nicht, dass ich irgendwie vor ja, meiner Mutter oder vor Daniel oder ne, vor anderen Menschen generell mich gefilmt habe, weil die hören mir ja zu. Aber das ist alles Übungssache, also man muss da halt, ja, man wird besser mit der Zeit und irgendwann labert man einfach drauf los. Also ich bin da jetzt auch kein Naturtalent, es ist einfach so gekommen. So, das war's mit der YouTube- und Insta-Kategorie. War jetzt ein bisschen weniger. Jetzt kommen wir zu privaten Fragen. Bei der nächsten tue ich mich auch wieder schwer. Gibt es etwas, das du schon immer mal umsetzen wolltest, ob privat oder auch hier auf Insta, YouTube? Ich weiß gar nicht, was ich gerne umsetzen wollen würde. Denn ich muss sagen, ich bin eigentlich mit meiner Entwicklung hier auf YouTube und auch auf Insta sehr zufrieden. Auch was mein privates Leben angeht, bin ich schon sehr zufrieden. Es gibt halt ein paar Sachen, die ich noch gerne machen will, aber das hat ja nichts mit, was ich schon immer mal umsetzen wollte. Also echt eine schwierige Frage, muss ich sagen. Und irgendwie finde ich da auch keine Antwort drauf. Schwierig. Also es gibt Sachen, die ich natürlich noch machen werde und auch hier auf YouTube euch mitnehmen möchte, aber ja, vielleicht würde ich das als Umsetzen sagen. Also verschiedene Disney-Reisen halt, ne? Mal sehen. Ja, die Frage kam auch sehr, sehr oft, die nächste. Was ist dein Beruf und was studierst du? Ja, also ich mache ja noch, ich arbeite Vollzeit, ich bin hauptberuflich, arbeite ich im Projektmanagement bei DHL Express. Genau, also was komplett anderes. Ich arbeite in der Logistik. Ja, im Projektmanagement habe ich ja schon gesagt. Und was ich studiere, hat auch natürlich was damit zu tun. Ja, ich studiere oder ich mache noch meinen Master nebenher, neben meinem Beruf im Logistik- und Supply Chain Management. Also hat nichts mit Disney, nichts mit YouTube etc. zu tun. Aber ich muss sagen, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich nicht Logistik studiert. Ich bin jetzt nämlich kurz vorm Ende. Wenn ich rückblickend hätte ich, glaube ich, Marketing lieber studieren wollen. Denn ich würde auch gerne beruflich in diese Marketing-Social-Media-Richtung gehen tatsächlich. Vielleicht klappt es aber auch so. Ich arbeite dahin. Aber das ist so, mein Beruf und was ich studiere. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Frage, die euch sehr interessiert. Hast du ein Disney-Tattoo? Ich habe gar kein Tattoo. Ich bin tattoo-los. Ich habe mir immer mal überlegt, ein Tattoo zu machen. Und zwar hier so am... Hier sind meine Ausdrucke. Hier so eine kleine Mickey, aber ich habe mich noch nicht durchringen können. Ich hatte auch mal hier überlegt, so unter der Brust irgendwie so eine Tinkerbell mit so einem Spruch oder so, aber
Mein Freund ist auch nicht so begeistert, ist natürlich mein Körper, aber ich weiß nicht. Ich denke mir dann immer, in 20 Jahren sieht das scheiße aus. Deswegen habe ich mich für noch kein Disney-Tattoo oder generell für ein Tattoo entschieden. Hast du noch andere Interessen, Hobbys außer Disney? Ja, könnte man fast nicht meinen, ne? Weil Arbeit, Studium, Disney, YouTube, ne? Ja, also generell Freizeitparks sind auch noch meine Interessen und Hobbys. Und ansonsten unternehme und reise ich halt gerne. Also sonstige Reisen mit AIDA verreise ich sehr, sehr gerne. Besuche gerne andere exotische Länder. War schon in Indien, in Asien, also Malaysia und so. Das ist tatsächlich auch noch eine große Leidenschaft von mir. Und ansonsten nähe ich gerne. Also ist jetzt ein bisschen auf Eis gelegt worden, weil ich auch keine Nähkurse belegen konnte. Aber tatsächlich nähen ist auch ein Hobby von mir. Hat dann aber meistens auch was mit Disney zu tun, weil ich Disney-Stoffe dann vernähe in Klamotten. Aber ja, nähen. Ich kann eigentlich ganz gut nähen. Ganze Kleider, ich kann auch was annähen oder so. Aber nähen zählt auch noch zu meinen Interessen und Hobbys. Ja, ich muss jetzt mal meinen Hoodie ausziehen. Wird langsam warm, jetzt schon die Sonne rein. Ich muss ein kurzes Mittagspäuschen machen. Aber es geht weiter mit euren Fragen. Es sind noch ein paar. Also es ist ein relativ langes Video, aber ich möchte natürlich keine Frage überspringen. Wenn du etwas in deinem Leben ändern könntest, was wäre das? Ist auch eine sehr interessante Frage. Mehr Geld. Wer wünscht sich nicht mehr Geld? Nein, das kann man natürlich selbst auch ganz gut beeinflussen. Kommt auch an, was man halt verdient, ne? Was für eine Ausbildung man macht. Aber ich habe es schon eingangs erwähnt, was ich vielleicht verändern hätte würden. Also als ich mein Masterstudium angefangen hat, hätte ich jetzt vielleicht Marketing studiert im Nachhinein. Aber das ist jetzt nicht, was ich jetzt mega bereue. Ich denke, ich bin trotzdem diszipliniert genug und schaffe es, trotzdem irgendwie in diese Richtung voranzukommen. Denn ja, ich habe mir selbst sehr, sehr viel angeeignet, was Social Media und Marketing angeht. Und es gibt ja auch Schulungen. Also das ist das eine. Ansonsten muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden mit meinem Leben, was ich bisher erreicht habe, was hinter mir war, was vor mir ist. Ich habe eine Beziehung schon sehr, sehr lange mit meinem Freund. Ich habe sehr, sehr gute Freunde. Ich habe nicht viele Freunde, aber das ist mir auch nicht wichtig. Ich habe wirklich gute, enge Freundschaften, mit denen ich mich auch austauschen kann, mit denen ich Geheimnisse also ne, Sachen, die sehr privat sind, mit denen ich das austauschen kann. Und in meiner Familie sind alle wieder soweit gesund. Das sah Anfang des Jahres leider nicht so aus. Da bin ich aber nie drauf eingegangen auf das Thema. Aber jetzt geht uns allen wieder gut, sind gesund. Deswegen, also es gibt nicht vieles, was sich in meinem Leben ändern könnte. Ich habe schon sehr viele Länder bereist. Habe schon sehr viel erleben dürfen. Ich habe tolle Freunde. Ich habe einen Freund. Also mir geht es nicht schlecht. Auch finanziell gesehen muss ich sagen, ich habe einen guten Job. Also ja, mehr Geld kann man immer gebrauchen. Aber es gibt eigentlich nicht so viel, was ich in meinem Leben ändern würde tatsächlich. Nö, bin gar nicht ganz zufrieden. Würdest du irgendwann in die Schweiz ziehen aufgrund deiner Beziehung? Das ist auch noch so ein Thema, was im Raum steht bei uns tatsächlich. Ich bin nicht der größte Fan von der Schweiz bisher. Aber da ich ja mit meinem Freund tatsächlich Familie plane in den nächsten Jahren, will ich natürlich auch, dass meine Kinder einen Vater haben und nicht nur einen Wochenendpapa. Und mein Freund ist überhaupt nicht da, irgendwie geht nicht überhaupt nicht in die Richtung, dass er zurückkommen will nach Deutschland. Deswegen, ja, zwangsläufig werde ich irgendwann in die Schweiz gehen müssen. Was mich zurzeit noch hier zurückhält, jetzt muss ich gleich den Akku wechseln von der Kamera, also heute läuft's. Das mache ich jetzt erstmal. So, Akku voll, weiter geht's. Ja, Thema Schweiz. Also was mich noch so ein bisschen zurückhält, ist natürlich meine Familie hier. Also meine Eltern vor allem. Das ist so einer der Hauptgründe, warum ich halt noch nicht in die Schweiz ziehen will. Andererseits, ich kann auch nicht ohne Job in die Schweiz. Wir sind nicht verheiratet. Und ich glaube, auch wenn man verheiratet ist, dürfte ich jetzt nicht einfach ohne Job in die Schweiz. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Irgendwann gibt es meine Eltern natürlich auch nicht. Und ich werde meine eigene Familie haben. Und ja, wahrscheinlich dann
wird es spätestens so sein. Natürlich halten jetzt, sagen meine Eltern, ich bleib hier, Kind oder so. Aber sie sind halt auch nicht mehr die Jüngsten, die brauchen auch immer meine Unterstützung. Und ich bin da schon sehr familienbewusst, was das angeht. Und das hält mich sozusagen ein bisschen zurück. Natürlich auch meine Freunde, die jetzt hier in der Nähe sind, die ganzen gemeinsamen Trips, die wir machen. Wenn ich in der Schweiz wohnen würde, würde das alles nicht mehr so einfach sein, dass wir sagen, ach komm, wir fahren jetzt morgen in den Holiday Park oder in den Movie Park oder wir fahren zusammen ins Disneyland. Dann müsste ich halt erstmal hier hochfahren. Und ja, es ist natürlich schwierig. Also ich denke nicht, dass ich, wenn wir in den nächsten Jahren gar keine Kinder bekommen, dass ich dann in die Schweiz ziehe. Wenn wir Kinder haben, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Ja, könntest du dir vorstellen, auszuziehen nach Frankreich? War auch noch eine Frage unter dem Haul-Video. Also ich kann kein, also generell arbeiten in Disneyland kann ich mir schon vorstellen. Das Problem ist, man muss halt Französisch können. Und ich kann kein Französisch. Ich hatte Französisch mal in der Schule, aber wie das so ist in der Schule, man verlernt das sofort. Deswegen vorzustellen, ja, so generell einfach so nach Frankreich und irgendwas anderes zu machen, würde ich mir jetzt nicht vorstellen. Der einzige Grund, warum ich nach Frankreich gehen würde, wäre Disneyland. Aber das ist eher so eine Sache, die so eine utopische Vorstellung. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann nach Frankreich ausziehen werde, um im Disneyland zu arbeiten. Ja, kommen wir zu meinen allgemeinen Fragen zum Thema Disney. Ab wann begann deine Leidenschaft für Disney? Warst du schon von klein auf disneyfiziert? Ich finde das Wort super, disneyfiziert. Ja, tatsächlich war ich schon von klein auf natürlich disneyfiziert. Ich hatte alle möglichen VHS-Kassetten. Bambi habe ich, glaube ich, hoch und runter geguckt. König der Löwen. Also ich hatte, glaube ich, fast jede VHS-Kassette, die man sich vorstellen hätte können. Ich war auch tatsächlich immer fasziniert aus vom Disneyland. Also ich war nie als Kind im Disneyland. Ich habe natürlich immer irgendwelche Werbeclips gesehen und war auch immer im Reisebüro und kam dann immer mit dem Katalog nach Hause und sagte, Mama, ich möchte ins Disneyland. Aber finanziell war es uns damals nicht möglich. Es war schon sehr teuer als Familie und meine Eltern konnten sich das damals halt nicht leisten, jobtechnisch. Deswegen ja. War ich eigentlich schon immer ein Disney-Fan. Ich hatte auch schon als Baby so Disney-Handtücher und so, also bin eigentlich damit groß geworden. Ja, und die Disneyland-Paris-Leidenschaft hat ja so richtig, habe ich schon erwähnt, 2018 im September begonnen, wo ich dann immer regelmäßig hingefahren bin. Kann man außerhalb vom Disneyland-Paris Merch kaufen? Ja, ganz viel. zeige ich ja auch immer in meinen Halls, wo ich meine Sachen herkaufe. Also die erste Möglichkeit ist natürlich Shop Disney. Das ist so der erste Punkt, aber es gibt auch sau viele Shops, wo man Disney-Sachen kaufen kann. Also sei es jetzt Kleidung, C&A, Bershka, Reserved, was gibt es da noch? Desigual, weiß der Geier. Also es gibt so viele Shops mittlerweile, die Disney-Klamotten anbieten. Dann auch so generell Merch. EMP ist auch ein ganz, ganz großer Shop für Disney-Merch. Da findet ihr auch Rucksäcke und Taschen und Portemonnaies und auch Deko. Mickey und Co. ist auch so eine Sache. Da könnt ihr auch ganz viele Figuren kaufen. Also es gibt super viele Shops, wo ihr Disney-Merch kaufen könnt, außerhalb von Disneyland Paris. Also einfach in meinen Halls vorbeigucken, da bekommt ihr genug Inspiration. Oder einfach halt bei Google. Ne? Also ich google auch mal bei Zara, Disney, gebe ich immer oft ein. Bonprix hat auch viele Disney-Sachen. H&M, wie gesagt, Reserved. Dieser Body ist jetzt von Reserved. Geht schon auch günstig. Also gibt schon einige Möglichkeiten. In welchem Laden shoppst du am liebsten im Disneyland Paris? Tatsächlich im Fashion. Also Disney Fashion im Village hat Klamotten. Und das ist halt so mein Steckenpferd, ne? Fashion, Disney-Mode ist so mein Ding. Und ich versuche das ja auch immer im Alltag einzubauen. Deswegen, ja, Disney Fashion ist mein Lieblingsladen im Disneyland. Puh, ja, da muss ich gleich nochmal auf Suche gehen. Wie viele Ohren hast du? Und wenn du dich entscheiden müsstest, welches Paar wäre es? Ich weiß schon, welches Paar es ist. Ich muss es nur holen. Ich habe, muss ich sagen, irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Paar Ohren ich habe. Es müssten aber mit so zwischen 80 und 100 Paar Ohren sein, denn irgendwie immer, wenn ein neues Paar rauskommt, muss ich sagen, will ich mir die auch kaufen. Das ist so eine Sammelleidenschaft, muss ich sagen.
Und welches Paar, das hole ich jetzt mal. Ja, also wenn ich mich für ein Paar entscheiden müsste, wäre es dieses Paar. Einerseits hat es super schön viele Farben, eine auch meine Lieblingsfarbe enthalten, und zwar rosa und lila. Dann sind meine beiden Lieblingsfiguren drauf, Mickey und Minnie. Diese Ohren haben mich gefühlt ein Vermögen gekostet und auch sehr, sehr viele Nerven, aber das ist egal. Kam aus Amerika, war so eine Art von so einem Künstler, so eine Edition. Und ja, sehr schnell ausverkauft. Gab es bei Shop Disney, glaube ich, zu kaufen. Also Amerika Shop Disney. Egal. Auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, nur ein Paar zu behalten, wäre dieses Paar. Man kann sehr, sehr viel kombinieren. Es ist floral, frühlingsmäßig, rosa, lila. Ja, und mit meinen Lieblingen Mickey und Minnie. Ja, wer mein liebster Bösewicht ist, war auch eine Frage. Das kann ich ganz kurz fassen, und zwar Maleficent. Ich finde Maleficent mega cool, auch als ich jetzt im Disney getroffen habe. Mega cooler Charakter. Cruella ist auch cool, aber Maleficent ist mein Platz 1. Wer ist dein allerliebster Disney-Charakter? Habe ich auch schon kurz erwähnt. Mickey und Minnie sind meine Lieblinge. Was ist dein absoluter Lieblings-Disney-Film und von den Klassikern und von Pixar? Ja, mein absoluter Disney-Klassiker-Lieblingsfilm ist Die Schöne und das Biest. Ist auch meine Lieblingsprinzessin Belle. Also ich liebe diesen Film. Schöne und das Biest, absoluter Favorite. Und von den Pixar-Filmen tatsächlich, ich liebe die Monster AG. Also finde ich super witzig, den Film. Coco ist auch schön, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, tatsächlich die Monster AG. Reist du auch mal in andere Disney-Parks? Habe ich ja eben auch schon kurz angeschnitten. Also auf jeden Fall stehen alle Disney-Parks weltweit auf meiner Bucketlist. Bisher ist es ja nur Disneyland Paris. Wenn es nächstes Jahr klappen sollte, werdet ihr wahrscheinlich demnächst zeitnah hier auch was auf dem YouTube-Kanal davon hören. Ich werde dann eine Ankündigung machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall auch in andere Disney-Parks reisen. In welchem Disney-Film würdest du gerne mitspielen? Das ist auch eine sehr interessante Frage, worüber ich mir gerade gar keine Gedanken gemacht habe. Tatsächlich würde ich auch, also ich würde gerne mal eine Prinzessin sein, um zu gucken, wie es ist, Prinzessin zu sein. Aber ich wäre auch gerne mal ein Villain. Ich würde auch gerne mal böse sein. Und zaubern können, würde ich auch gern. Aber jetzt so ein konkreter Disney-Film, also Aurora, also den Röschen, schlafen, nee. Cinderella, da bist du erst, da musst du erstmal hier deine Stiefmutter und deine Stiefschwestern betüdeln. Nee, auch nicht. Schön, das Biest. Ist ein schöner Film, aber ich weiß nicht, ob ich erstmal eingesperrt werden würde von so einem Biest. Ist tatsächlich eine schwierige Frage, welche Prinzessin ich dann gerne wäre. Schneewittchen beißt auch einen vergifteten Apfel. Ist auch eigentlich auch eine doofe Geschichte, ne? Villain. Cruella? Nee, ich will keine Welpen töten. Maleficent? Ja, sie tötet ja Dornröschen ja nicht. Die versetzt ja nur in Schlaf. Also Maleficent könnte man schon spielen. Aber so Rapunzel. Ja, Rapunzel hat schöne Haare. Gut, ist auch eingesperrt. Jetzt auch nicht das perfekte Leben, ne? Schwierige Frage. Was man so sein könnte. Pocahontas. Pocahontas, ja gut, ist jetzt keine Prinzessin, ne? Aber die lebt schön in so einem Wald und mit ihrer Familie und so, hat eigentlich ein schönes Leben bis dato. Ja, macht schön direkt am Fluss oder am Meer, wo sie lebt. Pocahontas wäre nicht schlecht. Ja, auch eine interessante Frage. Könnt ihr aber unten auch kommentieren, was in welchem Disney-Film ihr gerne mitspielen würdet. Ja, und die letzte Disney-Frage, allgemeine Disney-Frage ist, was anziehen zum Disney-Winter-Bounding, weil es immer so kalt ist? Ist auch eine interessante Frage. Ich würde tatsächlich mit Mänteln arbeiten, mit farbigen Mänteln und auch mit ganz vielen Accessoires, also Rucksäcke, Haarbänder, Mützen, ne? Stirnbänder kann man ja auch farblich anpassen. Aber immer so einen farblich passenden Mantel geht auch natürlich ins Geld, ne? Würde ich mir also Winter-Bounding, so Olaf vielleicht, oder Belle als Winterprinzessin, aber ist auch eine schwierige Frage, müsste ich mal mit Brina besprechen. Da ist Brina unsere Expertin. Vielleicht machen wir ein Special Disney Bounding Video zum Winter.
Ja, jetzt kommen wir schnell zu den sonstigen Fragen. Das Video ist ja exorbitant lang und ihr wisst ja noch gar nicht, was ihr gewinnen könnt und was ihr machen müsst. Wirst du das Musical Eiskönigin in Hamburg anschauen? Also generell Interesse hätte ich schon, ob ich jetzt anschauen werde, wann, wie, wo. Vielleicht machen wir auch einen Gruppenausflug mit Daniel und Co. Mal sehen, aber generell hätte ich schon Interesse daran. Budget wäre egal, welches Disney World Hotel würdest du gerne mal besuchen? Puh, auch so eine schwierige Frage, denn so viel habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt mit den Disney World Hotels. Natürlich habe ich mir das schon mal angeschaut, weil es war ja für 2019 mal geplant. Das Animal Kingdom Hotel tatsächlich, dieses, nee, das heißt nicht Animal Kingdom Hotel, diese Disney Animal Kingdom Lodge oder so, bitte erschießt mich nicht wegen dem Namen, da wo halt so direkt die Tiere nebendran sind, finde ich eigentlich ganz hübsch gemacht, aber ich würde dann lieber das Geld für Merch ausgeben, Disney World, als für das Hotel, weil ich komme da eh nur zum Schlafen hin, vielleicht mal an den Pool legen, aber das hat ja auch jeder. Jedes Hotel da. Welchen Freizeitpark würdest du gerne noch besuchen, international? Ja, da wäre es auch ganz einfach, und zwar die Universal Studios in Orlando und auch die in Los Angeles, denn die haben eine Harry Potter Section und ich bin auch ganz großer Harry Potter Fan, sieht man jetzt nicht an meiner Deko oder so, aber ich liebe die Harry Potter Filme und die Charaktere, deswegen würde ich gerne mal die Universal Studios besuchen, um halt auch mal den Harry Potter Bereich mit Hogwarts Express zu fahren und so. Das klingt, glaube ich, sieht auch immer ganz cool aus in den Bildern und Videos. Woher hast du den tollen Regenponcho mit Ohrenausschnitt? Ja, die sind von Poncho Ears, das schreibe ich gerne mal hier rein. Ich packe auch gerne den Link in die Infobox. Aus Amerika. Sind aber nicht ganz günstig, denn es kommen noch Versand und Zoll dazu, aber schon sehr praktisch für die Disney-Parks. Und die letzte Frage. Hast du Tipps, um Disneyland-Fans kennenzulernen? Ich kenne keinen, mit denen ich hingehen würde. Oh, die Frage bekommen wir auch oft. Am Anfang tatsächlich hatte ich noch gar keine Disney-Freunde. Als ich angefangen habe, da bin ich mit meiner Mama hingefahren und dann auch oft alleine. Bin dann halt alleine durch die Parks gegangen, denn ich hatte auch keine Disney-Freunde. Und die haben sich halt ergeben, dadurch, dass man immer öfter mal bei Instagram geschrieben hat, mit dem einen oder anderen, an Brina zum Beispiel, die habe ich mal vorher immer mal getroffen, auch in Stuttgart zur Glow. Aber wir hatten nie wirklich viel miteinander zu tun. Dann, es entwickelt sich irgendwie. Der eine bringt dann noch jemanden mit aus dieser Instagram-Welt und ne, dann lernt man sich halt kennen. Daniel habe ich dann auch 2019 im Oktober kennengelernt. Und ja, es hat sich so verfestigt, dass man halt dann auch mal zusammenfährt. Aber das muss man halt schauen. Man muss auch mal austesten. Es kommen Leute, es gehen Leute. Werde ich auch mal im November tatsächlich, werde ich mit der Niki ins Disneyland fahren zur Christmas Season. Ich kenne sie persönlich nicht. Das wird auch ein Experiment. Mal sehen. aber ich denke, über WhatsApp und so haben wir jetzt auch schon einen guten Draht zueinander. Aber einfach über Instagram mal nachfragen, ne? Wenn jemand fährt, wollen wir vielleicht das Hotel zusammen teilen oder so. Oder einfach mal offen nachfragen und mehr als Nein könnt ihr nicht kriegen. Und es hat sich halt so entwickelt. Ich war am Anfang auch ganz alleine, bin auch sehr oft alleine gefahren, hatte damit auch kein Problem. Aber bin auch froh, jetzt meine Disney-Freunde zu haben. Ja, und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel endlich mal. Ja, was ihr gewinnen könnt einmal. Als Dankeschön für eure Treue für 3000 Abonnenten. Und zwar einmal diesen süßen Mickey Schneemann. Also das ist das Weihnachts-Item. Ich wollte ja eigentlich zwei Halloween-Items mitnehmen, aber ich hatte überlegt, die Girlande mitzunehmen. Für die Halloween-Girlande als zweites Item. Aber ich fand den so süß. Dann dachte ich, komm, den nimmst du mit. Also da sind Süßigkeiten drin. Irgendwas mit Kokos. Ich glaube, das sind so Baiser-Kokos-Makronen, irgendwas. Die sind jetzt in dem Mickey, aber natürlich kann man den auch als Deko hinstellen für Weihnachten. Und hinten steht Disneyland Paris drauf. Also das ist einmal ein Teil eures Gewinns. Und der zweite Teil, den habe ich schon mal auf Instagram gezeigt, ist dieses Halloween-Lanyard. Das gibt es aktuell im Disneyland Paris zu kaufen. Steht Happy Halloween drauf. Und unten eure Jahreskarte, eure Tickets reintun und dann ja Mickey als Kürbis. Also, die zwei Sachen könnt ihr gewinnen.
Und ich würde tatsächlich die Frage von eben aufgreifen als Beantwortung. In welchem Disney-Film würdet ihr gerne mal mitspielen und als was? Also unten in die Kommentare schreiben, natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, und ein Like da lassen. Also das sind die Voraussetzungen, Kanal abonnieren, ein Like da lassen und ein Kommentar, war in welchem Disney-Film ihr gerne mitspielen würdet und als was. Und ganz, ganz wichtig, sonst kann ich euch leider nicht kontaktieren, das geht nämlich nicht mehr bei YouTube. Ich brauche entweder euren Facebook-Account, euren Twitter-Account oder euren Instagram-Account. Also eins der drei Sachen brauche ich von euch. Müsst ihr dazu schreiben, euren Namen. Ansonsten kann ich euch nicht kontaktieren und anschreiben, dass ihr gewonnen habt. Also, ich schreibe es auch nochmal unten komplett in die Infobox als Info. Kanal abonnieren, liken, kommentieren, in welchem Disney-Film ihr gerne mitspielen würdet, als was. Und euren Instagram, Facebook oder Twitter-Namen hinterlassen. Das sind die vier Sachen, die ihr auf jeden Fall erfüllen müsst, um dieses tolle Paket zu gewinnen. Alle Informationen zu eurer Datenschutzerklärung etc. findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieses super lange XXL Q&A-Video gefallen. Ich denke, ich werde auch mal öfter Q&A-Videos machen, weil die sind echt populär. Ich kriege mal so viele Fragen bei diesen Fragerunden bei Instagram. Also werde ich öfter mal tun, diese Fragevideos. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Vielen Dank nochmal für 3000 plus Abonnenten. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, sowieso fürs Gewinnspiel. Und abonniert den Kanal, das sage ich ja immer eigentlich am Ende. Seht ihr, das ist schon in meinem Kopf drin. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.